Wer hätte gedacht, dass zwei Lebewesen so viel verändern können? Meine Tochter und Sora. Beide kamen unerwartet in mein Leben und nun ist alles anders. Für Ruby würde ich sowieso alles tun. Ich bin ganz ehrlich. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, wusste ich nicht so recht, was ich mit einem Kind machen soll. Aber als ich ihr das erste Mal in die Augen gesehen habe, wusste ich sofort, ich würde mein Leben für sie geben. Und meine Beziehung zu Sora, ich weiß nicht mal, ob es eine Beziehung ist oder eine werden sollte. Aber ich glaube, so sollte sich das anfühlen. Einfach, unkompliziert. Wir beide sind auf einer Augenhöhe. Bei Marvin und mir war das niemals so. Natürlich mache ich mir aber noch Sorgen wegen der Vampire. Aber immer weniger. Ich glaube, gemeinsam können wir das schaffen. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 5. Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part ist unsere kleine Ruby auf die Welt gekommen. Und außerdem ist etwas passiert, das die meisten von euch vermutlich ein wenig überrascht hat. Sora und Livia sind sich näher gekommen. Es war zwar noch ganz harmlos, aber die beiden haben definitiv miteinander geflirtet. Und ich bin wirklich schon gespannt, wo das noch hinführen wird. Das ist eine kurze Unterbrechung. Möchtest du gerne dieses Let's Play aktiv mitgestalten und das künftige Haus von unserer Livia und ihrer Familie bauen? Dann schau hier bei diesem Video vorbei und erfahre alles, was du wissen musst über meine aktuelle Shell Challenge. Und jetzt starten wir in den Part hinein. Und hier sind wir jetzt. Livia kümmert sich gerade um die kleine Ruby. Ihr geht es mittlerweile auch wirklich gut. Also sie ist auf jeden Fall glücklich, weil sie in der Nähe von ihrer Tochter ist. Aber sie hat natürlich auch noch Angst. Denn wir hatten ja mitten in der Nacht Besuch von Temperance. Das ist Temperance. Zuerst war sie ja in Rubys Zimmer. Dort haben wir sie dann verjagt. Und dann mitten in der Nacht hat sie tatsächlich auch noch Sora besucht. Und hier ist jetzt Sora, die aus irgendeinem Grund violett leuchtet und mit Guidry spricht. Der ist irgendwie sowieso immer bei uns, aber das stört mich nicht. Der macht ja niemandem Angst. Livia wird ihre Tochter jetzt nochmal schaukeln. Und dann wird sie ihr etwas zu essen geben. Heute hat Ruby übrigens auch schon Geburtstag. Also heute wird sie tatsächlich schon zum Säugling. Und ich habe noch nie aktiv mit Säuglingen gespielt. Also ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie das werden wird. Der Part, in dem ich euch um eure Meinung gefragt habe, ob wir ihr einen zweiten Vornamen geben sollen, ist jetzt noch nicht online. Das heißt, wir werden das dann einfach das nächste Mal ändern. Und Livia hat schon Erziehungslevel 3 erreicht. Das geht einfach so unheimlich schnell. Außerdem habe ich mir gedacht, wir verlängern den Übernachtungsbesuch von Sora ein wenig. Also offiziell würde sie ja heute schon wieder abreisen. Und ich wollte ja eigentlich, dass Rylan und Sora sich abwechseln. Aber nachdem Livia und Sora sich jetzt ein wenig näher gekommen sind, glaube ich, dass es beiden gut tun würde, wenn sie ein wenig mehr Zeit miteinander verbringen. Deshalb gebe ich jetzt einfach mal 4 Nächte ein, aber wir wissen ja gar nicht, wie lange wir überhaupt noch hier leben. Und nun ist Sora wieder da und möchte direkt auch die beste Freundin von Livia werden. Natürlich, das spielt mir sehr gut in die Karten, das finde ich absolut großartig. Sora ist jetzt offiziell ihre beste Freundin. Oder eigentlich sogar ein bisschen mehr. Im letzten Part haben die beiden ja schon miteinander geflirtet und ich glaube, Livia wird ihr jetzt einfach nochmal sagen, dass sie findet, dass sie einfach toll aussieht und ein wenig mit ihr flirten. Einfach um sicher zu gehen, dass Sora auch weiß, dass Livia für sie mehr als nur Freundschaft empfindet. Aber wie wir wissen, Livia ist sich ja da noch nicht ganz sicher. Also wir haben im Intro ja gesehen, sie weiß, dass sie Sora gern hat und irgendwie merkt sie auch, dass es für sie mehr als Freundschaft ist. Aber gleichzeitig war ihre Beziehung mit Marvin eine ganz andere. Da hatte Livia ja immer das Gefühl, sie muss sich beweisen und es war aufregend und es war spannend und sie war nervös. Und mit Sora fühlt sie sich einfach sicher.
Und jetzt haben die beiden auch eine romantische Leiste. Oh, das ging jetzt echt schnell. Unglaublich süß. Aber wir werden jetzt mit Livia gleich mal zum Erholungszentrum reisen. Immerhin hat Ruby heute Geburtstag und ich möchte für die Kleine einen Kuchen backen. Und Sora kann sich in der Zwischenzeit ja um sie kümmern. Und hier sind wir. Ganz zuerst werden wir dem Gemeinschaftsgarten einen Besuch abstatten. Denn ich habe euch ja im vorletzten Part gefragt, was ihr davon haltet, wenn Livia dort Sachen ernten und verkaufen würde. Ich war ja der Meinung, es ist Cheaten, aber ihr wart der Meinung, das ist total normal und völlig in Ordnung. Um genau zu sein, hat Manuel kommentiert, das Ernten im Gemeinschaftsgarten ist kein Cheaten. Hier bei uns auf den Streuobstwiesen kann sich jeder Obst mitnehmen, so viel er oder sie mag. Also gibt es das anscheinend auch in Wirklichkeit. Das finde ich wirklich unglaublich cool und deshalb, wenn wir in Sims schon die Möglichkeit haben, wird Livia jetzt auch mal hingehen und hier alles verkaufen. Und so viel Geld ist es dann, glaube ich, auch gar nicht. Also alles ist ja natürlich nicht reif. Aber wir werden eben mal verkaufen, was wir können. Und ein paar Minuten später und wir haben einfach 1667 Simoleons. Das war doch eine ganz schöne Menge, aber wie gesagt, wir können wirklich jeden Cent gebrauchen. Und dann können wir hier jetzt gleich mal einen Kuchen zubereiten. In der letzten Generation gab es immer einen Honigkuchen und das hätte ich wirklich auch gerne gemacht, aber wir haben leider keinen Honig. Dann machen wir einfach eine klassische Schokotorte. In Wirklichkeit wird die kleine Ruby eh nur ein kleines Stück bekommen, wenn überhaupt. Ich glaube, Säuglinge können gar keinen Kuchen essen, aber zumindest Livia und Sora können davon essen. Und vielleicht können wir ja die anderen aus der Gang auch einladen. Ich könnte mir vorstellen, beim Geburtstag der Kleinen wären wirklich alle gerne dabei. Vor allem, da sie ja auch irgendwie bei der Geburt dabei waren. Das war ja wirklich mehr als weird. Wir geben jetzt einfach mal den Kuchen ins Inventar und reisen wieder nach Hause. Ich bin auch schon so gespannt, wie die kleine Ruby aussieht. Also jetzt sieht sie ja ihrem Vater sehr, sehr ähnlich. Ich hoffe sehr für sie, dass sich das noch ein bisschen rauswächst, weil um ehrlich zu sein, Marvin sieht schon sehr, sehr gruselig aus. Und hier sind wir wieder. Livia kann gleich mal auf die Toilette gehen. Hier haben wir Sora und hier haben wir eben die kleine Ruby. Dann werden wir eine Versammlung starten. Und natürlich sind Rylan und Carmen sofort gekommen. Sie wird jetzt gleich mal hingehen und wird Rylan Respekt zeigen und einfach sich nochmal bedanken, dass er und seine Schwester so gut auf sie aufpassen. Und mit Carmen versteht sie sich ja nicht so gut, aber sie wird auch ihren Tag mal verschönern und einfach sagen, danke, dass du zum Geburtstag von Ruby gekommen bist. Ich bin mir ganz sicher, dass sie sich unfassbar darüber freut. Und Sora isst einfach schon wieder Hähnchennuggets. Woher hat sie immer Hähnchennuggets? Jetzt haben sich alle auch schon hier in Rubys Zimmer versammelt. Dann können wir sie eigentlich gleich mal älter werden lassen. Ich freue mich wirklich schon so unglaublich drauf. Oh, jetzt haben wir eine zweite Babydecke. Ja, okay, nehme ich natürlich gerne. Ruby ist älter geworden. Säuglinge, eine Welt der Entdeckungen, der Kommunikation und des Spielens warten darauf, erobert zu werden. Ich hoffe wirklich, dass sich in Rubys Säuglingsleben auch alles um Entdeckungen, Kommunikation und Spielen dreht und nicht darum, sich vor ihrem Vater zu verstecken. Das Merkmal würfeln wir am besten einfach mal wieder aus. Sie ist ein vorsichtiges Kind. Oh, wie süß. Diese Sims mögen Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an neue Erfahrungen, Orte und Sims. Ich glaube, das passt tatsächlich richtig gut zu Ruby, denn unterbewusst hat sie seit ihrer Geburt sicher schon die Nervosität ihrer Mutter gespürt und einfach, wie sehr sich Livia um sie sorgt. Und hier haben wir nun die kleine Ruby. Sie ist so süß. Livia, du gehst jetzt gleich mal zu deiner Tochter. Und Sora geht auch schon direkt zu ihr hin und wirst sie einmal trösten. Wieso hat denn Sora sie jetzt hochgehoben? Sora, warum haust du mit unserem Kind ab? Zusammen Bauchzeit verbringen? Was ist Bauchzeit? Und Ruby hat jetzt den Meilenstein Lächeln freigeschaltet. Anscheinend hat sie zum ersten Mal gelächelt. Oh, wie süß. Aber sie hat Hunger und Schmerz wegen Voodoo? Oh nein, wegen dem Grundstücksmerkmalen. Aua, das fühlt sich an wie Akupunktur mit glühend heißen Nadeln. Und zwar am ganzen Körper.
Also leiden tatsächlich auch schon Säuglinge darunter, dass dieses Haus ein Spukhaus ist. Aber als erstes müssen wir jetzt natürlich ein paar Sachen für die Kleine kaufen, damit sie essen kann, damit sie schlafen kann. Die Wiege kommt mal ins Inventar, der Teppich auch. Und dann kaufen wir das Kinderreisebett. Das passt eigentlich perfekt dafür, wenn wir ohnehin bald fliehen müssen. Brauchen wir einen Wickeltisch? Ich hoffe nicht, der kostet ganz schön viel Geld. Aber so eine Spielmatte brauchen wir auf jeden Fall. Immerhin braucht die Kleine Beschäftigung. Und dann brauchen wir auch noch einen Hochstuhl. Den möchte ich tatsächlich auch hier oben in ihr Zimmer stellen. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Aber je weiter Ruby sich vom Ausgang des Hauses aufhält, desto sicherer ist sie. Weil wir wissen ja, Marvin hat hier unten schon öfter durch die Fenster geschaut und dann könnte er sehen, dass sie hier ist und sie einfach versuchen zu kidnappen. Aber hier oben im ersten Stock kommt er ja nicht so leicht drauf. Also Vampire können ja nicht fliegen. Das war gerade eine Lüge. Vampire können sehr wohl fliegen, wenn sie in Fledermausform sind. Aber egal, hier ist sie auf jeden Fall sicherer. Ruby kann sich noch nicht alleine hinsetzen. Dies erfordert den Meilenstein hinsetzen. Wie können wir ihr dann Essen geben? Ach, wir müssen sie noch stillen. Okay, na dann wird sie sie stillen. Und dann kann sie ja mal mit ihrer Tochter reden. Oh, es ist so süß. Also die Säuglinge finde ich wirklich richtig gut gelungen. Sie sind einfach absolut niedlich. Auch wenn Ruby die ganze Zeit weint und wirklich sehr unglücklich ist, ist sie echt süß. Und der Abschlussball findet heute auch statt. Wie schon gedacht, den werden wir ignorieren. Livias Tochter hat Geburtstag, sie hat andere Sorgen als einen Abschlussball. Außerdem war sie schon gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr in der Schule. Ruby und Livia sind soeben gute Freunde geworden. Oh, ist das süß. Und nachdem Livia ihre Tochter gestillt hat, wird sie sie auch gleich ins Bett bringen. Sie wird sie hier zum Schlafen hinlegen. Aber bevor wir das machen, werden wir ihr natürlich noch ein kleines Umstyling geben. Ja, also ich hätte ihr wirklich gern ein Umstyling gegeben. Aber irgendwie möchte das Spiel nicht ganz, dass ich das tue. Und die kleine Ruby sieht jetzt aus wie ein Alien oder so. Gut, dann gibt es heute kein Umstyling für Ruby. Wow, keine Ahnung, was das für ein Bug war. Vielleicht kam das ja auch von irgendeinem Mod. Wenn wer von euch drüber Bescheid weiß, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Und nun legt Livia die Kleine ins Bett. Du musst schon hierbleiben, bis sie einschläft. Ich wollte gerade sagen, langsam gewöhnt sie sich an das Mutterdasein, aber ich bin mir nicht so sicher. Zuerst wirst du ihr einen guten Nachtkuss geben und dann werden wir sie in den Schlaf wiegen. Es sieht gut aus. Ja, sie ist eingeschlafen. Perfekt. Und dann kann Livia mit ihren Freunden ja mal ein Stück Schokokuchen essen. Was ist denn das hier? Babyfußabdruck von Ruby. Ein zauberhaftes Säuglingsandenken aus der Zeit, als Ruby noch ein kleiner Wonneproppen war. Oh mein Gott, wie süß. Und hier haben wir auch noch die Geburtsurkunde. Ich glaube, die zwei Sachen hängen wir am besten gleich mal hier an die Wand. War da nicht auch der Ultraschall? Ich habe keine Ahnung, wo der Ultraschall hin ist. Irgendwie ist der verschwunden. Und Livia wird jetzt den Nachmittag noch mit ihrer Gang verbringen. Dann wird sie Rylan einen Witz über Sunset Valley erzählen, ihn einfach mal kennenlernen und mit ihm über Interessen sprechen. Ich glaube vor allem, da Livia und Sora sich gerade besser kennenlernen, möchte sie sich natürlich auch mit ihrem Zwillingsbruder gut verstehen. Naja, die beiden viben mal wieder nicht so ganz. Ich glaube, Livia ist einfach kein einfacher Sim. Also sie streitet sich wirklich sehr oft mit Sims. Jetzt wird sie von Jared angerufen. Nein, Jared, es tut mir leid, aber wir dürfen mit keinem unserer Familienmitglieder Kontakt haben. Mich würde übrigens interessieren, ob der Stammbaum schon größer geworden ist. Jareds Kind ist da, Gwyneth. Und seine Frau ist schon eine Seniorin. Rose ist noch immer Single. Laura und Oren natürlich auch. Daisy hat mittlerweile 3 Kinder. Titan, wie sollte er auch sonst heißen? Und Paprika. Daisy ist einfach so extra. Ihre Kinder einfach Oren, Titan und Paprika. Wow.
Ich vermisse sie alle wirklich und Livia vermisst alle auch. Aber mir fällt leider momentan noch keine Storyline ein, die irgendwie Sinn machen würde, dass wir sie alle wiedersehen. Also falls jemand von euch eine Idee hat, schreibt mir das wirklich sehr, sehr gern. Ich würde nämlich wirklich gern irgendjemanden zumindest aus der Familie mal wiedersehen. Ja, Livias Leben ist gerade wirklich nicht einfach. Aber nun wird sie sich mit ihren Freunden noch einen schönen Abend machen. Zur gleichen Zeit in Forgotten Hollow. Sie wird ständig bewacht. Die Wölfe sind immer bei ihr. Na und? Das sind doch auch nur Kinder. Die sollten keine Probleme machen. Bist du dir sicher? Klar, alles bleibt so, wie wir es geplant haben. Morgen Abend greifen wir an. Und die Party ist nun schon einige Stunden vorbei. Wir haben mittlerweile 21 oder 22 Uhr in der Nacht. Und Sora und Livia liegen hier jetzt am Boden vor Livias Haus und schauen gemeinsam in die Sterne. Natürlich haben die beiden absolut keine Ahnung, über was sich Marvin und Mirko in Forgotten Hollow unterhalten haben. Und beide wissen natürlich auch nicht, was sie planen. Oh Gott, ich habe schon so Angst, wenn die Vampire kommen werden. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also ich weiß, ich spiele das Spiel und ich steuere, was passiert. Aber ich habe trotzdem schon Angst. Ich bin nicht ready und ihr werdet sowas von nicht ready sein. Es wird nicht schön werden. Aber davon wissen die beiden jetzt natürlich noch nichts. Livia wird Sora jetzt einfach mal ein Kompliment machen. Dann wird sie sich einmal bei ihr entschuldigen. Ich weiß nicht ganz warum. Und dann können sie ja nochmal über ihre Ängste reden. Livia geht es mit der gesamten Situation jetzt immerhin schon besser. Also sie hat ja schon lange keine Vampire mehr gesehen. Und auch Sora und Rylan haben weder Marvin noch seinen Bruder noch irgendeinen anderen Vampir gesehen. Aber natürlich macht sie sich trotzdem noch Sorgen. Und nun flirten die beiden schon wieder miteinander und kommen sich einfach ein wenig näher. Ich finde das so unheimlich süß mit den beiden. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt es auch. Livia wird jetzt einfach mal gestehen, dass sie sie toll findet. Natürlich sehr überschwänglich, wie Teenager eben sind. Dann wird sie ihr einmal schmeicheln. Und jetzt haben wir einfach die Benachrichtigung bekommen, dass Livia total verknallt in Sora ist. Oh mein Gott, wie süß. Und jetzt können die beiden tatsächlich auch schon ihren ersten Kuss miteinander erleben. Und genau das werde ich jetzt machen. Mein Gott, ich freue mich so. Ich hoffe, es klappt alles. Ja, Livia und Sora haben sich gerade zum allerersten Mal geküsst. Sie werden sich jetzt gleich nochmal küssen und dann werden sie Händchen halten. Und Livia denkt auch schon direkt an Techtelmechtel. Wobei, ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen überstürzt. Aber überstürzen Teenager nicht eigentlich immer alles? Ist das nicht so deren Ding? Sie wird einfach mal versuchen, sie zu verführen. Und? Naja, das scheint ja sehr gut anzukommen. Sie können ja mal eine Kissenschlacht miteinander machen. Falls ihr euch noch daran erinnert, Marvin und Livia haben ja tatsächlich auch eine Kissenschlacht miteinander gemacht. Also als die beiden hier getechtelmechtelt haben, oh mein Gott, es war sogar das gleiche Bett. Aber schauen wir einfach mal, sie machen jetzt eine Kissenschlacht miteinander und dann werden sie einfach hier mal zusammen sitzen. Ich weiß, das ist mal wieder alles unglaublich überstürzt, aber so ist irgendwie einfach Livias Charakter. Also ich kann es auch nicht so genau erklären, aber sie war schon immer so. Entweder sie mag jemanden überhaupt nicht oder sie mag jemanden viel zu schnell, viel zu gern. Und die beiden flirten schon wieder miteinander. Dann wird Livia sie einmal kokett ärgern, was auch immer das sein mag. Sie haben noch eine Stimmung miteinander. Schwärmerei und tiefe Verbundenheit. Sie sind so unglaublich süß. Und auch wenn ich weiß, viele von euch finden jetzt sicher, ich überstürze es komplett. Die beiden werden jetzt miteinander techtelmechteln. Ich weiß ja gar nicht, ob es klappt. Vielleicht findet Sora das ja auch ein bisschen zu überstürzt. Immerhin ist es sehr überstürzt. Aber das werden wir jetzt sehen.
Nein, Sora fand das Ganze nicht überstürzt und ist natürlich dabei. Irgendwie sind meine Sims da immer dabei. Und Ruby hat einen Meilenstein freigeschalten. Gurren. Ruby kann zwar noch nicht sprechen, aber Gurlaut ist ein großartiger Schritt. Oh, und Ruby stinkt auch total. Livia, wenn du hier fertig bist, musst du dich eindeutig um dein Kind kümmern. Es ist mittlerweile auch 8 Uhr früh. Livia hat kaum geschlafen, sich die ganze Nacht eigentlich nicht um ihr Kind gekümmert. Man sieht halt noch, wie sie ihre Prioritäten setzt. Aber wie gesagt, sie ist eine Teenagerin. Und als Teenagerin in die Mutterrolle gezwängt zu werden, ist eben nicht ganz einfach. Können wir hier bitte die Windeln wechseln? Ansonsten ist Ruby auch hungrig und will schon wieder schlafen. Hat sie nicht die ganze Nacht geschlafen? Aber Babys schlafen eben immer. Sie wird sie dann noch einmal stillen und dann werden wir sie hier in den Schlaf legen. Ich hatte ein Techtelmechtel mit einem Werwolf, weil du weißt schon, und ich würde es jederzeit wieder tun. Dann haben wir hier noch erster Kuss. Also Livia, geht es mit Sora gerade wirklich gut? Dann wird Livia jetzt mal auf die Toilette gehen. Wieso kann sie einen Schwangerschaftstest machen?